Ramadan steht endlich vor der Tür und es stellt sich für viele Muslime als auch Nicht-Muslime die Frage, wieso fasten die Muslime eigentlich Ramadan? Und es gibt eine Problematik, und zwar, dass viele Muslime hier falsche Begründungen hervorbringen. Und das Problem an diesen falschen Begründungen ist, dass unsere Religion dann komplett sinnlos und widersprüchlich erscheint. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Manche sagen zum Beispiel, wir fasten den Ramadan, damit wir wissen, wie es den armen Menschen geht. Erstmal, diese Aussage gibt es nicht vom Propheten, ist nicht aus dem Koran, das ist einfach nur, was Menschen sagen. Das Problem ist aber, die Nicht-Muslime denken, dass das wirklich die Aussage aus unserer Religion wäre. Und das stimmt natürlich nicht, denn es ergibt auch gar keinen Sinn. Wenn ich sage, ich faste den Ramadan, damit ich weiß, wie es den armen Menschen geht, okay, wieso müssen dann arme Menschen auch fasten? Die wissen ja schon, wie es ihnen geht. Also wieso sollten sie auch den Ramadan fasten? Und zudem, wenn ich jetzt faste, damit ich weiß, wie es den armen Menschen geht, und was genau hilft es dann am Ende den armen Menschen? Es gibt ja keine verpflichtende Spende vom Ramadan, außer am Ende dieser Kirtul Fitr, die ja nur ein geringer Anteil ist und eigentlich nur für den Eid-Tag gilt. Die richtige Antwort, wieso wie Muslime den Ramadan fasten, steht im Koran. Und Allah sagt es uns auch. Allah spricht im Koran, Ya ayyuhalladhina amanu, O die ihr glaubt. Wenn Allah sagt, O die ihr glaubt, dann sagst du, ich muss jetzt hinhören, weil ich will ein Gläubiger sein. Ich will zu diesen Menschen gehören. Dann sagt er, Kutiba alaykumus siyam. Allah sagt einfach nur, euch ist das Fasten vorgeschrieben. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Genauso wie es den Generationen vor euch vorgeschrieben war. Und jetzt sagt Allah, La'allakum tattaqun. Damit ihr gottesfürchtig werdet. Jetzt stellt sich die Frage, wieso werde ich denn gottesfürchtig, indem ich da einfach nichts esse? Nun ja, überlegt mal, was der Ramadan eigentlich ist. Die drei stärksten Triebe eines Menschen. Das Essen, das Trinken und der Geschlechtsverkehr. Das sind die drei stärksten Triebe eines Menschen, die uns regelmäßig überkommen, diesen Trieb. Und genau die sollen wir jetzt einschränken. Das heißt, wir lernen, unseren Nafs, unsere Gelüste zu kontrollieren, aber nicht einfach nur so aus Flachs, sondern anhand der Grenzen Allahs. Das heißt, Allah setzt uns Grenzen und wir sagen, oh Allah, deine Grenzen sind uns mehr wert als unsere Triebe. Wenn du sagst, wir sollen da nicht essen, dann essen wir da nicht. Obwohl das so ein starker Trieb für uns ist. Und das Trinken, ein starker Trieb. Das sexuelle Gelüst, ein starker Trieb. Und wir enthalten uns davon. Wieso? Weil Allah uns das vorgeschrieben hat. Kutiba alaikum, es ist euch vorgeschrieben. Das heißt, wir lernen, uns für Allah von unseren Trieben zu enthalten. Jetzt kommt der wichtige Punkt. Obwohl alle drei Triebe keine schlechten Triebe sind. Allah sagt, Kulu wa shrabu. Er sagt zu den Menschen, im Koran sagt er, esst und trinkt von den Sachen auf der Erde, die Allah euch ja gegeben hat. Esst von den guten Sachen. Und sogar im Koran gibt es eine Aufforderung, dass der Ehepartner und die Ehepartnerin zusammenkommen sollen und miteinander verkehren sollen. Das heißt, Allah sagt uns sogar, doch, das ist gut, macht das. Das heißt, da ist nichts Schlechtes darin. Es geht lediglich darum, wenn Allah sagt, stopp, nun enthaltet euch davon, dann bleiben wir stehen. Genauso ist das bei uns ein Grundprinzip im Islam, Sami'na wa ata'na. O Allah, wir hören und wir gehorchen. Denn dieses Leben ist aus islamischer Sicht eine Prüfung. Eine Prüfung, auf das wir Allahs Grenzen einhalten und unsere Seelen reinigen. Und anhand dessen wird erst das wahre, richtige Leben im Jenseits starten. Nach unserem Tod startet erst das wahre, richtige Leben. Das heißt, im Ramadan lernen wir, uns von unseren stärksten Trieben zu enthalten, einzig und allein nur, weil Allah es uns vorgeschrieben hat. Und so lernen wir die Gottesfurcht und bauen die Gottesfurcht weiter aus. Und deshalb auch noch ein letzter Ratschlag an diejenigen, es ist natürlich schwer. Keiner hat gesagt, dass das leicht ist. Natürlich ist es schwer. Und umso schwerer es für dich ist, umso mehr belohnt dich Allah. Und noch viel mehr, während es schwer für dich ist, dass Allah das genau sieht und genau weiß, und er liebt es. Und er sagt sogar in einem authentischen Hadith, ich werde das Fasten auf eine Art und Weise belohnen, wie ich keine andere Tat belohnen werde, weil das so etwas Besonderes ist. Denn das Schöne ist am Fasten, keiner kann es kontrollieren. Keiner kann sehen, ob du isst oder trinkst.
Keiner kann sehen, ob du dir mal ein Schlückchen Wasser gegönnt hast, ob du da ein Stückchen gegessen hast. Keiner kann es kontrollieren. Das heißt, das Fasten ist auch für dich ein Beweis, dass du wirklich wahrhaftig an Allah glaubst und kein Heuchler bist. Denn ein Heuchler wird nicht das Fasten durchziehen. Weil der Heuchler glaubt ja nicht wirklich an Allah. Er fürchtet nicht wirklich Allah. Das heißt, bei der nächsten Gelegenheit gönnt er sich den Snickers, den pfeift er sich rein, Bruder. Dem pfeift er sich rein. Und beim Wudu, wenn er den Wudu machen muss, damit die anderen Leute ihn sehen, der Heuchler, der wird sich, drei Schlücke gönnt er sich und ein Schluck ist für den Wudu selbst. Das heißt, der Ramadan ist auch zusätzlich für dich ein Beweis, dass du wahrhaftig an Allah glaubst, ihn wahrhaftig fürchtest, obwohl dich kein Mensch sehen kann. Keiner kann es kontrollieren. Du hältst Allahs Grenzen ein. Und seid doch mal ehrlich, Leute. Haben wir nicht viele Sünden im letzten Jahr gemacht? Brauchen wir nicht diese Vergebung? Und deswegen beten wir immer, Allahumma ballighna Ramadan. O Allah, lass uns diesen Ramadan erreichen, damit wir ihn vollenden und das eine Vergebung für die Sünden des letzten Jahres sind. Und es wird inshallah jeden Abend exklusiv für euch auf diesem Kanal ein Video vor dem Iftar geben. Das heißt, am Abend vor dem Iftar wird immer ein Video hochgeladen, sodass auch die letzten Minuten schnell vergehen, indem ihr euch ein nices Video vom Brudi Anas Islam reinzieht. Abonniert den Kanal. Ich wünsche euch einen schönen Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.